Herzlichen Glückwunsch, du hast ein iPad, mit dem du jetzt arbeiten kannst. Oder sollst. Vielleicht bist du ein Neueinsteiger, so wie ich vor wenigen Jahren und entsprechend unsicher. Und daher habe ich dieses Video für dich gemacht, um dir bei deinen ersten Schritten zu helfen. Dieses Tutorial habe ich jetzt in folgende Kapitel unterteilt. Erstens die typischen Tipp- und Wischgesten zum Öffnen, Schließen und Wechseln von Apps. Zweitens, wie erstelle ich einen Screenshot, also ein Bildschirmfoto? Drittens, wie finde ich eine App, die ich nicht auf dem Desktop sehe? Viertens, wie öffne ich das Kontrollzentrum und was zum Geier mache ich damit eigentlich? Fünftens, der Splitscreen. So teile ich dir die Bildschirmansicht auf, um mit zwei Apps gleichzeitig arbeiten zu können. Und sechstens, das größte Kapitel, das Dateimanagement. Zuerst allgemein, wie baue ich eine sinnvolle Struktur der Ordner auf und dann speziell für das iPad. Wie erzeuge ich Ordner, wie lösche ich sie und wie verschiebe ich eine oder mehrere Dateien von einem Ordner in einen anderen. Dieses Inhaltsverzeichnis findest du übrigens auch in dem Begleittext zu dem Video unten, inklusive den Zeiten, wann die entsprechenden Kapitel beginnen. Die Zeiten kannst du anklicken und springst dann damit gleich an die richtige Stelle des Films. Ja, dann geht's auch schon los. Kapitel 1. Die einfachen Tipp- und Wischgesten. Wenn das Gerät so von außen vor dir hast, dann stellst du fest, ja, das ist der An-Aus-Knopf, das ist der Lautstärkeregler, der Home-Button, das ist eine kleine Öffnung, das ist die Kamera, aber das war's von außen. Das Entscheidende passiert halt auf dem Bildschirm. Und deswegen schalten das Gerät mal ein. Ich habe jetzt hier eine App offen und wenn ich einmal auf den Home-Button drücke, dann verschwindet die App und ist nicht mehr zu sehen. Sie ist noch nicht geschlossen, dann stelle ich fest, wenn ich zweimal auf den Home-Button drücke, dann zeigt er mir nämlich alle Apps an, die noch gerade geöffnet sind, nur entsprechend unsichtbar. Tippe ich dann wieder einmal auf die App, dann bin ich wieder drin. Wenn ich die App gegen ganz schließen möchte, tippe ich zuerst zweimal auf den Home-Button, kriege ich wieder die Übersicht, welche Apps alle noch geöffnet sind und kann dann durch ein einfaches Wischen nach oben die App ganz schließen. Gehe ich wieder rein. Und zeige dann mal kurz die Drei-Finger- und Vier-Finger-Schließregelung. Ich kann auch eine Datei innerhalb einer App schließen, indem ich drei Finger auf den Screen lege und diese zusammenziehe. Die App selber bleibt dabei geöffnet, aber die Datei wird geschlossen. Nehme ich hingegen vier Finger und schließe sie dann wird die App auch gleich ganz geschlossen. Als nächstes zeige ich, wie man von einer App in die andere ganz schnell wechseln kann. Ich öffne dazu mal zwei Apps, sagen wir mal Fotos und das Programm GoodNotes. Und wenn ich dann vier Finger auf den Bildschirm lege und nach links wische, dann komme ich von einer App zur anderen, beziehungsweise wenn die Liste zu Ende ist, da muss ich nach rechts wischen. Da ich jetzt nur zwei Apps geöffnet habe, kann ich das eben nur zweimal machen, einmal nach links wischen, einmal nach rechts wischen und kann so zwischen den Apps ganz schnell wechseln, ohne sie jetzt erstmal alle einzeln anklicken zu müssen. Ja, das war es auch schon mit den Gesten. Kommen wir zu Kapitel 2, dem Screenshot. Bildschirmfoto machen ist eine der Sachen, die ich am häufigsten gerne machen möchte. Ich gehe jetzt mal in eine App rein, sagen wir mal hier in GoodNotes, da habe ich gerade eine Datei aus dem Unterricht offen. Und um einen Screenshot zu machen, mache ich folgendes. Ich drücke den Home-Button, halte ihn kurz fest und dann, während ich den Home-Button festgehalten habe, dazu den Ein-Aus-Knopf. Daraufhin ertönt so ein komisches Fotogeräusch und das iPad hat einen Screenshot gemacht, den er mir unten links gleich als Datei anbietet. Wenn ich draufklicke, dann kann ich noch ein bisschen die Größe zuschneiden. Also ich muss keinen Screenshot vom ganzen Bildschirm machen, sondern vielleicht nur vom Ausschnitt. Ich schneide das mal auf diese drei Kreisdiagramme hier zurecht. Und wenn ich dann fertig bin mit der Nachbearbeitung, dann klicke ich oben links auf Fertig. Und kann dann hier verschiedene Sachen machen. Ich nehme meistens kopiere und lösche. Und dann verschwindet das Foto von dem Bildschirm, aber er hat es sich gemerkt. Und dann kann ich in eine andere App reingehen oder eine andere Datei auf dieser App setzen. Hier im Leistungskurs Physik. Tippe lang auf den Bildschirm und dann kann ich links auf Einsetzen klicken. Und da ist das Bildschirmfoto dann in der anderen Datei. Und ich kann es mit dem Knopf da rechts unten noch in der Größe verändern und drehen und dahin schieben, wo ich es gerne haben möchte. Okay, hier gehört es jetzt nur wirklich nicht hin in die Physik. Deswegen lösche ich das wieder durch das Anklicken des Kreuzes links oben. Drücke einmal den Home-Button und bin wieder draußen. Da kann ich mich auch schon um Kapitel 3 kümmern. Das ist das Finden von Apps, die ich nicht auf dem Bildschirm finde. Und das geht ganz einfach. Ich lege einfach einen Zeigefinger auf den Bildschirm und wische ein kurzes Stück nach unten. Darauf öffnet sich oben ein Fenster und da kann ich dann den Namen der gesuchten App eingeben. Das iPad macht dabei auch Auto-Ergänzungsvorschläge. Ich nehme jetzt hier einfach mal Numbers, das ist eine bekannte App, und habe auch dann sofort die App geöffnet. Brauche ich jetzt erstmal nicht, deswegen mache ich es wieder zu. Und schließe das wieder. Kapitel 4. Das Kontrollzentrum. Das Kontrollzentrum ist leicht zu öffnen, indem ich den Finger rechts oben in die Ecke lege und dann ein Stück in die Mitte ziehe. Daraufhin öffnet sich dieses Menü, das so ungefähr so aussieht wie jetzt hier. Das wichtigste Symbol für die Schule ist meistens erstmal das AirDrop, denn damit kann ich Dateien von einem iPad ins andere übertragen. Wenn ich eine Datei habe, die ich auf ein anderes iPad übertragen möchte, gibt es dort ein Symbol, mit dem ich die Datei verschicken kann. Aber dazu muss jemand anders sein iPad erstmal auf Empfang gestellt haben. Das ist meistens voreingestellt Empfang aus und das kann ich dann umstellen auf 10 Minuten für alle. Dann sieht man auf dem anderen iPad, hey, hier ist noch ein iPad, das die Datei gerne haben möchte, kann anklicken, bitte schickt das an die Datei und dann passt das.
Warum das das Symbol zum Verbinden des iPad-Bildschirms mit einem Beamer oder einem Fernseher? Es gibt hier Regelungen für Helligkeit und Lautstärke. Und wenn man es in den Systemeinstellungen richtig eingestellt hat, hat man unten noch ein paar weitere Symbole, zum Beispiel für den Energiesparmodus oder für die Bildschirmaufnahme, die ich jetzt gerade im Moment ziemlich häufig brauche. Und da können wir aber auch schon wieder mit den Homebutton rausgehen und uns dem nächsten Kapitel widmen. Das ist der Splitscreen. Dazu öffne ich mal erst unser Programm, sagen wir mal wieder GoodNotes. Jetzt bin ich in irgendeiner Schreibdatei, Mathematik, und ich brauche als zweites Programm einen Taschenrechner. Klicke ich oben auf die drei Punkte genau in der Bildschirmmitte, öffnet sich so ein kleines Menü. Da gibt es das Angebot Split View. Das wähle ich aus. Dann erscheint der Homebildschirm und das iPad wartet auf ein zweites Programm, das ich öffne. Ich nehme jetzt hier einfach mal den Taschenrechner von GeoGebra, klicke das an und schon habe ich auf der linken Seite meine Schreibdatei und auf der rechten Seite den Taschenrechner. 2x5 gleich 10 kann ich dann wieder links in meine Schreibdatei eintragen und kann so diese beiden Apps prima gleichzeitig nutzen. Die müssen übrigens nicht genau gleich breit sein. Ich kann auf diesen grauen Balken in der Mitte klicken und damit die Größe verändern. Allerdings nicht ganz beliebig, sondern entsprechend genau gleich groß oder so, muss ich sagen, so 3/4 das eine größer oder 3/4 das andere größer. Aber im Moment kann man sich so einstellen, welches Programm mehr vom Bildschirm haben soll. Neben dem Splitscreen gibt es noch eine zweite Variante. Ich tippe dazu wieder oben auf die drei Punkte und klicke auf Slide Over. Dann habe ich sowas Ähnliches wie bei Windows. Ich habe das eine Programm hinten und das andere in so einem kleinen Fenster davor. Allerdings kann ich nicht wie bei Windows das Fenster beliebig verschieben, sondern auch bloß auf die linke oder auf die rechte Seite. Ist aber auch eine Möglichkeit, zwei Programme gleichzeitig zu benutzen. Problem ist, der Bildschirm von so einem iPad ist meistens nicht besonders groß. Deswegen arbeite ich fast lieber im Vollbildmodus. Also schließt man das einfach wieder durch Klicken auf die drei Punkte Home-Button. Und wir können uns dem nächsten Kapitel widmen. Jetzt muss ich ein kleines bisschen Theorie erzählen, und zwar etwas zum Dateimanagement allgemein. So ein Computer oder so ein iPad hat Ordner und Unterordner. Es ist nicht so aufgebaut wie ein Buch mit einzelnen Kapiteln, sondern ich habe hier den Hauptordner, der heißt dann auf dem iPad mein iPad und kann dann selber darin Ordner anlegen, wo ich meine Dateien abspeichere. Sagen wir einen Ordner für Deutsch. Und dann machen wir einen zweiten Ordner für Englisch. Und vielleicht noch einen dritten Ordner für Mathematik. Gibt jetzt noch ein paar Programme mehr, aber nur zur Demonstration. Da kann ich meine Dateien dann reinschreiben. Aber ich muss nicht alle Englisch-Dateien in diesen Englisch-Ordner reinpacken, sondern ich kann dann wiederum in dem Englisch-Ordner weitere Ordner anlegen. Also ich habe einen Ordner und ich habe darin Unterordner. Kann in Englisch zum Beispiel sein, dass ich es nach Units unterteile, Unit 1, Unit 2 oder Grammatik, Vokabeln und ähnliches. Das geht auch für Mathematik, da gibt es ja auch verschiedene Unterpunkte. Jetzt muss ich das mal kurz ein bisschen zur Seite schieben. So. Sagen wir mal Bruchrechnung und Geometrie. Und ich kann das ganze Spiel sogar noch weiter treiben. Ich kann in dem Unterordner wiederum weitere Unterordner machen, dass ich gar nicht zu viele Dateien im Unterordner habe. Sagen wir mal, ich unterscheide das nach Dreiecken und nach Schrägbildern. Das ist so die Basisstruktur, die ist auch lebendig. Das kann man jederzeit verändern und wieder seinen Bedürfnissen anpassen. Das heißt, das Aufbauen und das Pflegen dieser Ordnerstruktur, das ist dann deine Aufgabe. Es gibt auf dem iPad dabei ein kleines Problem. Es gibt sozusagen so einen Container für das allgemeine Dateiensystem. Dann gibt es einen anderen Container, wo die ganzen Bilder und Fotos und Videos drin sind. Das ist die Mediathek. Und wenn du das Programm GoodNotes benutzt, dann stellst du fest, GoodNotes legt einen weiteren Container an. Man kann Dateien von einem Container in den anderen verschieben, aber letztendlich habe ich Dateiensystem in allen dreien drin. So, und jetzt zeige ich dir, wie man ein solches Dateiensystem auf dem iPad anlegt, in Kapitel 6b. Dazu tippt man auf dieses blaue Ordnersymbol und eben der Hauptordner ist auf meinem iPad. Und dann kann ich da oben durch Anklicken dieses Symbols die Ansicht verändern. Im Moment gerade habe ich eine Spaltenansicht, aber ich kann noch zum Beispiel die Ansicht auf Symbole wechseln. Ich tippe nochmal darauf, es sieht jetzt anders aus, dann habe ich die Listenansicht. Jetzt gehe ich erstmal wieder zurück in die Spaltenansicht. Möchte ich einen neuen Ordner anmachen, tippe ich auf das Symbol links daneben. Und dann schlägt er mir vor, neuer Ordner, und ich kann ihm dann auch gleich einen neuen Namen geben. Sagen wir mal, das ist jetzt ein Ordner für Mathematik. Dann bin ich automatisch in dem Ordner drin. Das heißt, wenn ich das Symbol dann nochmal klicke, lege ich im Ordner Mathematik bereits den Unterordner an. Nehmen wir mal Bruchrechnung. Möchte ich noch einen zweiten Unterordner im gleichen Ordner Mathematik haben, muss ich erst wieder links auf Mathematik klicken, dann auf neuer Ordner, und dann kann ich da den zweiten Unterordner anlegen, sagen wir Geometrie. Tippe ich hingegen auf Geometrie, so macht er mir einen Unterordner. Etwa für Figuren wie Dreiecke oder sowas. Oder einen weiteren Unterordner für Schrägbilder. Die brauche ich jetzt alle erstmal nicht, denn mein Problem ist, ich habe nur ein Leihgerät mit einem sehr kleinen Arbeitsspeicher, deswegen habe ich meine ganzen Ordner noch auf einem anderen Computer und lösche die jetzt erstmal wieder. Das geht so, ich tippe ziemlich lang auf den Ordner, den ich löschen müsste, sagen wir mal hier Geometrie, und schon öffnet sich ein großes Menü. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die für mich interessant sind. Für den Anfänger erstmal folgende drei. Umbenennen, aus dem Ordner neuen Namen geben, bewegen, dann kann ich den Ordner
woanders hinschieben, in einen anderen Ordner hinein oder eben unten löschen. Und das mache ich jetzt auch einfach mal. Der Ordner sei wieder weg. Dann sind die Unterordner übrigens auch gleich alle mit verschwunden und auch alle Dateien, die da drin waren. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich gehe nochmal in den Hauptordner auf meinem iPad und lege noch einen neuen Ordner an, den ich Physik nenne. Nur um euch zu zeigen, das iPad sortiert die Ordner automatisch nach Alphabet. Da hat sich jetzt der Ordner für Numbers dazwischen geschoben. Auch das habe ich jetzt nur zur Demonstration gemacht und lösche den Ordner wieder, indem ich lange anklicke und dann Löschen auswähle. Ja, dann gibt es den zweiten Container, das ist die Mediathek mit den ganzen Bildern. Klickst du mal an, das sind ein paar einzelne Bilder. Und die sind jetzt hier organisiert in Alben. Da kann ich auch entsprechende Alben und Unteralben machen. Das möchte ich jetzt aber nicht, sondern ich möchte euch mal zeigen, wie man jetzt eine oder mehrere Dateien von einem Ordner in die andere verschiebt, sagen wir mal aus der Mediathek in den eigentlichen Dateimanagement-Ordner. Dann klicke ich oben das Auswählen an und dann kann ich die Dateien, die ich verschieben möchte, alle einzeln antippen und dann erscheint unten rechts in der Datei so ein blaues Häkchen. Oder wenn ich ganz viele nehmen will, ich wische einfach darüber und dann habe ich gleich einen ganzen Block von Dateien ausgewählt. Jetzt möchte ich damit was machen. Das geht in diesem Fall mit dem Symbol unten rechts und so drei Punkte in einem Kreis. Wenn ich das mache, dann gibt es zum Beispiel den Ordner Kopieren. Wenn ich den anklicke, passiert erstmal scheinbar gar nichts. Aber in Wirklichkeit hat sich das iPad wieder die Dateien, die ich jetzt gerade ausgewählt habe, gemerkt. Dann gehe ich mal mit Home raus und wieder den eigentlichen Dateimanagement-Ordner rein und suche mir irgendeinen Ordner raus, wo sie rein sollen. Sag einmal in die Bruchrechnung, auch wenn es jetzt Blödsinn ist, da gehört es nicht hin. Machen wir trotzdem. Und dann klicke ich auf das leere Feld in dem Ordner, halte lange den Finger drauf und dann bietet er mir den Befehl Einsetzen an. Mache ich das und schwuppsups, da kommen die ganzen Bilddateien und sind jetzt in meinem Ordner Hochrechnen. Hören sie nicht hin, deswegen schmeiße ich sie gleich wieder raus und gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich klicke wieder auf Auswählen und kann ich alle Bilder oder alle Dateien, die ich lösche, einzeln wieder antippen. Das mache ich wieder weg. Oder ich wische durch diese Kreise einmal von oben nach unten durch. Oder ganz links oben gibt es auch noch das Feld Alle auswählen. Da wird einem Rutsch alle Dateien ausgewählt. Unten bietet er an Löschen und schwupps ist alles wieder weg. Oder ich lösche eben den gesamten Oberordner, mache ich jetzt auch, und dann ist auch der Unterordner Bruchrechnung alles weg, Home, und ich bin damit fertig. Ich gucke mir nochmal ganz kurz an, wie ist das bei GoodNotes, denn da läuft das Spiel ein ganz kleines bisschen anders. Und hier habe ich jetzt wieder so eine Datei, Brüche, und wenn ich die jetzt woanders speichern möchte als in dem GoodNotes-Container, dann muss ich da auf dieses Symbol mit dem Pfeil nach oben klicken, das ist Exportieren. Und dann kann ich mir aussuchen, ob ich nur die eine Seite von der GoodNotes-Datei exportieren möchte oder ob ich die gesamte GoodNotes-Datei exportieren möchte. Ich mache mal jetzt nur die eine Seite. Dann kommt das nächste Auswahlmenü, bietet er mir an, wie möchtest du die Datei exportieren? Möchtest du jetzt PDF-Dokument dokumentieren? Möchtest du jetzt Bilddatei dokumentieren oder als GoodNotes-Datei? Lasse ich mal hier jetzt PDF-Dokument, dann kann ich es auch mit anderen Programmen öffnen. Klicke auf Exportieren, muss kurz warten. Und dann bietet er mir wieder an, wo soll es denn hin exportiert werden. Oben sind dann alle möglichen Apps, die ich nehmen kann, aber ich kann auch ganz einfach da unten in Dateien sichern. Und dann kommt wieder mein Dateiordner und dann kann ich das irgendwo speichern, wo ich es gerne haben möchte. Sagen wir in den Ordner von Numbers, dann ist die Datei auch da drin. Lösche ich gleich wieder nach dem Video, kein Problem. Was aber noch viel interessanter ist, wenn ich ganz links oben auf das Haussymbol bei GoodNotes tippe, dann komme ich in einen Bereich, wo mir das Symbol neu angeboten wird. Und wenn ich das antippe, dann sehe ich, okay, da gibt es erstmal ein neues Notizbuch, das ist eine neue Datei, ein neues Heft, das ich anlegen kann, aber auch hier die Möglichkeit, ich kann hier einen neuen Ordner anlegen. Und dann geht das gleiche Spiel wie im Dateimanagement. Es entsteht ein neuer Ordner, dem ich einen Namen geben kann. Von mir ist jetzt mal Deutsch zur Abwechslung. Ich kann auch hier die Farbe leicht wechseln und auch das Aussehen und bin fertig. Was ein bisschen anders ist als im Dateimanagement, wenn ich diesen Ordner wieder verändern möchte, dann klicke ich nicht lange auf den Ordner, sondern auf diesen Pfeil nach unten rechts. Dann erscheint dieses Untermenü, wo ich nochmal ein bisschen das umbenennen kann, neue Farbe geben kann, aber auch löschen kann. Und dann lösche ich den Ordner Deutsch wieder. Und beim Ausprobieren habe ich vorher den Ordner Mathematik erstellt, den ich hier auch nicht brauche. Lösche ich auch und dann bin ich fertig. Und wenn ihr das alles gemacht habt, ja, dann habt ihr es geschafft. Dann habt ihr die Grundlagen verstanden, könnt super mit dem iPad arbeiten. Herzlichen Glückwunsch, viel Vergnügen mit eurem eigenen iPad. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.